Freundschaft, Liebe, bisschen Enemies, Zwillinge, Rollentausch, schwerere Themen, High Society, alles. Wir haben alles. Alles, was man sich, finde ich, so ein bisschen erträumen kann. Also wenn so Tammy sich so überlegt hat, okay, was könnten wir denn mal alles nehmen? Und das ist ganz cool und das ist cool. Und das packen wir jetzt einfach mal alles in ein Buch. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch alle Bücher, die ich im März und April gelesen habe. Und ich muss zugeben, ich habe gerade selber noch mal nachgeguckt, weil ich das Gefühl habe, ich habe über die Bücher im März schon gesprochen, habe ich aber hier noch gar nicht. Von daher werde ich die euch jetzt alle der Reihe nach vorstellen und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das erste Buch, was ich im März gelesen habe, war auch direkt ein richtiges Highlight, und zwar Sandover Prep von Elle Kennedy. Das ist der erste Band der Reihe und der zweite Teil ist jetzt am 26. April erschienen. Heißt, das ist auch schon bei mir eingezogen, aber ich habe es noch nicht gelesen, aber ich freue mich da total drauf. Aber bleiben wir mal erstmal bei dem ersten Band. Und zwar ist das so ein... Es hat einfach so Spaß gemacht, auch wenn es tiefergehend war. Es geht eben um RJ, also man schreibt den RJ, und der ist auf so einem Jungsinternat gelandet, wo eigentlich eher so problematische Schüler hingehen, wenn die halt irgendwie ja, irgendwas verbockt haben. Und er bekommt da jetzt quasi so seine letzte Chance und soll sich da halt wirklich an alle Regeln halten. Und eine der Regeln ist es natürlich auch auf diesem Jungsinternat, dass die Tochter des Direktors tabu ist. Ja, und natürlich verguckt er sich genau irgendwie in die Tochter. Die heißt Sloane, und Sloane war bisher eigentlich immer für ihre kleine Schwester da, weil die kleine Schwester hatte vor einem Jahr einen Unfall und leidet seitdem halt sehr stark darunter, wodurch halt Sloane sich selber auch sehr zurückgenommen hat und wirklich versucht, sehr für Cassie, also ihre Schwester, da zu sein und sich halt so ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Und begegnet halt zufällig mal beim Joggen, glaube ich, RJ. Und ja, man merkt ziemlich schnell, dass so zwischen den beiden was ist, und dann treffen die sich auch immer öfter, und mir hat das einfach so, so gut gefallen. Man hat auch ab und zu verschiedene Perspektiven, also man hat nicht nur die von RJ und Sloane, sondern auch von den Freunden, die RJ dann da halt kennenlernt, und ich fand das Ganze so authentisch, dass ich wirklich das Gefühl hatte, diese Leute gibt es alle wirklich. Also es war wirklich richtig gut geschrieben. Es war tatsächlich mein erstes Buch von Elle Kennedy, aber das werde ich... Habe ich dieses Jahr schon geändert, da kommen wir gleich noch zu. Aber da werde ich auf jeden Fall noch einige mehr von lesen von ihr. Und ja, es hatte definitiv auch schwerere Themen, also auch da Triggerwarnungen lesen. Aber es hat mir wirklich gut gefallen und ich fand das, ja, einfach toll. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es war einfach richtig gut. So, das nächste Buch, was ich gelesen habe, oder auch die nächsten Bücher, ist The Inheritance Games, und ihr habt das bestimmt schon in meinem Neuzugänge-Video gesehen. Eigentlich die meisten Bücher sind auch in letzter Zeit bei mir eingezogen, die jetzt kommen. Ich glaube, deswegen kommt mir das gerade so vor, als wenn ich da ja schon drüber gesprochen habe, aber eben noch nicht, wie sie mir gefallen haben und wirklich so über den Inhalt. Und dieses Buch war so fesselnd und so spannend. Es war so was anderes, was ich halt sonst lese. Und es ist eher so ein Jugend-Thriller, aber sehr leichter Thriller. Auf jeden Fall eher spannender. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich irgendwie schon, weil das ja doch sehr bekannt ist. Es geht auf jeden Fall um Avery, und Avery hat wirklich nicht viel Geld und versucht irgendwie durch die Highschool zu kommen, ein Stipendium zu bekommen. Und zu dem Zeitpunkt lebt sie sogar gerade im Auto, weil sie auch keine Wohnung hat und ist wirklich so am Bare Minimum, so was man irgendwie haben kann im Leben, also materiell. Und dann bekommt sie halt plötzlich die Nachricht, dass sie zu einer Testamentsverlesung kommen soll von einem Multimilliardär, Tobias Hawthorne. Und sie kennt den halt gar nicht. Also sie weiß nicht, wer dieser Mann ist oder halt war, und die ganze Familie, und wird dann da halt eingeladen, und dann sitzen da in diesem richtig reichen Riesenhaus so voll die Schickimicki-Leute halt, die alle aus der reichen Familie da halt auch kommen, die halt alle hoffen jetzt von diesem Mega Multimilliardär, ja, Milliardär, was zu erben. Und Avery sitzt dann da halt auch und hat ja gar keinen Plan, warum sie überhaupt da ist. Und ja, wie es dann halt so
abläuft, bekommt sie halt einfach den Großteil von diesen 50 Milliarden, also irgendwie knapp 46 Milliarden bekommt sie. Und sie weiß ja selber nicht warum und alle anderen wissen auch nicht warum. Und sie ist halt natürlich direkt so ein Dorn im Auge, weil alle irgendwie gehofft haben, sie bekommt total viel Geld jetzt. Und dann kommt da einfach so eine Fremde irgendwie an und man weiß gar nicht warum. Und die einzige Bedingung ist es halt, damit sie das Geld bekommt, muss sie ein Jahr in diesem Hawthorne-Haus überleben, beziehungsweise leben. Nee, überleben passt schon. Und da wohnen halt auch eben die anderen Familienmitglieder. Zum einen hatte der Tobias 4 Enkel. Die sind auch alle ungefähr so in Averys Alter, also um die 20, 30. Und die leben da halt auch alle. Da ist zwischen dem einen oder anderen vielleicht auch schon mal noch mal eine romantische Anziehung da. Aber das ist eher so Nebensache. Aber ein bisschen Love Story haben wir trotzdem dabei. Und halt eben auch die Tante und die andere Tante und irgendwie so ein Hausmädchen und noch eine andere Familie. Also ich musste teilweise wirklich mich konzentrieren, weil da so viele Personen vorkommen und es sind wirklich viele Informationen, wer wann was gemacht hat, wer welches Kind hat oder hatte und wer zu wem gehört. Also ich hätte mir wirklich hier ein Riesending aufmalen müssen. Das ist so... Also... Respekt an die Autorin oder auch an jede Person, die da richtig mitgekommen ist beim Lesen. Ich war ab und zu schon kurz raus, aber ich habe es trotzdem irgendwie verstanden. Es hat richtig kurze Kapitel, also wirklich immer nur so 2-3 Seiten. Und irgendwie deswegen, oder auch weil man wirklich die ganze Zeit wissen wollte, so warum wurde jetzt Avery dazu eingeladen, war es einfach so spannend und ich war so gefesselt von dem Buch. Deswegen kann ich auf jeden Fall nur sehr weiterempfehlen. Genauso habe ich aber auch den zweiten Teil direkt dann auch im März gelesen. Einfach weil ich halt direkt wissen wollte, wie es weitergeht, weil es natürlich auch spannend endet und natürlich immer noch Fragen offen geblieben sind. Dieses Buch war für mich so ein 4,5 von 5 Sterne Buch. Ich weiß gar nicht genau warum, es war trotzdem mega spannend und es war genau natürlich der gleiche Schreibstil. Es ist ja eben von der gleichen Autorin und es geht genauso weiter. Auch mit diesen kurzen Kapiteln, aber irgendwas hat mich nicht mehr so ganz gecatcht. Ich weiß nicht warum, ob ich dann am Anfang noch mehr mit Avery so relaten konnte. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Es war trotzdem mega spannend. Ich werde ja auch nichts zum Inhalt sagen, weil das einfach nur spoilern würde. Heißt, ihr müsst den ersten lesen, wenn ihr wissen wollt, was hier auch dann alles noch so passiert. Es war wirklich spannend. Es war wirklich gut. Ich weiß nicht, irgendein letzter Funke hat mir einfach gefehlt. Kann ich aber nicht genau beschreiben. So, dann habe ich im März auch ein Hörbuch gehört. Ich habe es tatsächlich aber auch als physisches Buch hier. Habe ich mir aber gebraucht gekauft, aber ich wollte es irgendwie trotzdem im Regal stehen haben. Ich denke mal, da bin ich nicht die Einzige mit. Ja, auf jeden Fall Kein Horizont so weit von Alexandra Flint. Und ihr neues Buch ist ja auch erschienen, das Lakestone Campus. Und deswegen, ich weiß nicht warum, hatte ich noch mehr so einen Drang, erst nochmal diese Trolls auf Sylt-Reihe von ihr zu lesen, bevor ich jetzt noch eine neue Reihe von ihr anfange. Die sind ja, glaube ich, letztes Jahr schon erschienen oder 22, 23, ich habe keine Ahnung. Ich bin mal wieder raus. Nee, 23, okay, letztes Jahr. Ja, jedenfalls wollte ich das irgendwie die ganze Zeit schon mal lesen, weil ich das wirklich wunderschön finde und ich finde, die ganze Reihe hört sich wirklich richtig gut an. Es spielt eben alles auf Sylt, also auch nochmal wirklich ein anderes Setting. Bislang war ich in meinen Büchern auch noch nicht auf Sylt. Also immer mal was Neues, nehme ich doch gerne. Es geht ja auf jeden Fall um Raphael und Leni, die sich als Kinder halt schon die ganze Zeit kannten und dann eben ist was Tragisches auf der Insel passiert. Seitdem haben die sich halt auch jetzt nicht mehr gesehen. Also jetzt sind so 5 Jahre vergangen und die beiden sehen sich jetzt das erste Mal wieder. Und ja, man merkt halt direkt, dass da schon eine Spannung ist, aber auch ganz, ganz viel Verunsicherung. Leni ist Schiffsbauerin und macht da gerade eine Ausbildung. Also sie ist, ne, die wohnt auf Sylt und das fand ich auch wirklich richtig spannend, weil das mal auch wirklich was ganz anderes war. Eine Schiffsbauerin und da Prüfungen zu schreiben oder man hat halt schon ab und zu so ein bisschen mitbekommen, was sie halt da so lernen muss und was sie da halt so macht. Und Raphael taucht da halt einfach wieder auf, plötzlich auf dieser Insel, um irgendein Hotel zu führen oder irgendwie seinem Onkel zu helfen. Irgendwas macht er da. Er hat auf jeden Fall irgendeinen Grund, weiß ich nicht mehr genau, aber der war auf jeden Fall da. Und plötzlich begegnen die sich auch immer öfter und
Es war mir ab und zu schon fast zu schwer, dann war es aber auch wieder super leicht, schon fast zu schön irgendwie, ich weiß nicht. Also es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich habe dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben und mochte die Geschichte und auch den Schreibstil total. Also ich kann es wirklich weiterempfehlen. Aber um irgendwie zu sagen, warum das jetzt kein Highlight oder kein 5 Sterne für mich war, Leni hat eine super schöne Freundesgruppe, also es sind so 4 Mädels und da hat bestimmt auch 2 von denen oder eine noch auch in ihre eigene Liebesgeschichte in einem anderen Buch von denen. Und ja, es war schön, aber manchmal war es einfach schon fast zu perfekt, so wie man sich das vielleicht erträumt, halt wie in so einem Buch oder so einem Film. Ich meine, es ist auch ein Buch. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich jetzt gerade laber. Vergesst einfach, es war eine süße, leichte Liebesgeschichte mit auch ein paar schwereren Themen, aber trotzdem sehr, sehr schön behandelt und kann ich nur weiterempfehlen. So, und das 5. und somit letzte Buch, was ich im März gelesen habe, ist That Girl von Gabriela Santos de Lima. Und ich habe mich da so drauf gefreut. Und es war auch einfach richtig, richtig toll. Also es war auch wirklich nochmal anders. Es ist wirklich, also hier steht auch drauf, dies ist kein Liebesroman und es war auch kein Liebesroman. Also ich glaube, ich habe das in meinem Neuzugängen-Video irgendwie gesagt, dass ich so meinte, ja, es ist doch ein Liebesroman. Ich weiß gar nicht, warum das da drauf steht. Nein, es ist kein Liebesroman. Und ja, es war halt wirklich so, wir begleiten die Protagonistin Tess und Tess ist eben that girl. Also da steht halt auch wirklich direkt Avocado Toast zum Frühstück, Pilates in Hannovers Szenenstadtteil, Coworking im Lieblingscafé. Die hat einen Social Media Account, die gibt Dating-Tipps und stellt ihr Leben schon sehr als perfekt dar und als hätte sie so alles unter Kontrolle. Und ja, ist eigentlich eher so ein bisschen verzweifelter. Also man blickt sehr schnell hinter die Kulissen, wie es ihr halt wirklich geht. Und das Dating eben nicht so einfach ist, wie sie das vielleicht beschreibt. Oder das nicht so abläuft, wie man sich das vielleicht gerne irgendwie wünscht. Und dann lernt sie aber Leo kennen. Und Leo ist ziemlich anders wie die Typen, die sie bisher so kennengelernt hatte. Also dass sie das Gefühl hat, er schaut doch mehr hinter die Fassade und irgendwie ist er doch irgendwie interessanter. Und ja, die beiden lernen sich auf jeden Fall näher kennen. Und gleichzeitig geht es aber auch viel darum, wer sie eigentlich ist, was sie in ihrem Leben möchte. Und diese Gedanken waren so authentisch und so nachvollziehbar. Also auch was ich so in Rezensionen gelesen habe, dass das wirklich viele Anfang, Mitte, Ende 20 einfach die Gedanken so gut verstehen können, als wären das teilweise seine eigenen Gedanken. Und es war wirklich richtig gut. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist auch wirklich nicht dick. Ich bin da super schnell durchgeflogen. Teilweise hat man da auch Chatnachrichten drin. Und es war einfach, es ist so aktuell von unserer aktuellen Gesellschaft, dass ich das wirklich nur jedem weiterempfehlen kann. So, jetzt kommen wir zum April. Und im April habe ich ganze 7 Bücher gelesen. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Don't ask me how I did it, I just did it. Und ja, es waren wirklich tolle Bücher dabei. Und wir starten mal irgendwie auch direkt wieder mit einem Highlight. Also ich hatte wirklich zu Beginn der beiden Monate direkt erstmal 5 von 5 Sterne Bücher. Und zwar spreche ich von Pretty Scandalous von Tammy Fischer. Und dieses Buch, oh mein Gott. Wow. Ein Meisterwerk, wirklich. Tammy Fischer, Queen, verdient eine Krone, Orden, alles, keine Ahnung. Also Wahnsinn. Ich fand das einfach so gut und so spannend und so neu. Das hat er auch wirklich einen richtig schönen Farbton. Ich finde das Cover richtig, richtig schön. Und in diesem Buch, wir haben irgendwie alles da drin. Also ist Freundschaft, Liebe, bisschen Enemies, Zwillinge, Rollentausch, schwerere Themen, High Society, alles. Wir haben alles. Alles, was man sich, finde ich, so ein bisschen erträumen kann. Also wenn so Tammy sich so überlegt hat, okay, was könnten wir denn mal alles nehmen? Und das ist ganz cool und das ist cool. Und das packen wir jetzt einfach mal alles in ein Buch. Dementsprechend ist das vielleicht auch ein bisschen dicker als die meisten anderen New Adult Bücher. Aber ich sag's euch, ich habe es nicht gemerkt, dass das so ein langes Buch war. Ich hätte gern noch mehr gehabt und ich kann es wirklich kaum abwarten, bis der zweite Teil erscheint und freue mich sehr, dass das schon nächsten Monat ist. Also am 12.06.
Laut meiner Recherche erscheint der zweite Band, also es ist gar nicht mehr so lange. So, es geht hier auf jeden Fall um Sarah und ihre Zwillingsschwester Peyton. Und Sarahs Welt bricht halt zusammen, als plötzlich ihre Schwester nach sehr, sehr langer Funkstille einfach wieder auftaucht mit blauen Flecken und total fertig mit der Welt ist und nur am Weinen ist und Sarah gar nicht weiß, was passiert ist, weil Peyton ist halt vor einem Jahr nach New York gegangen, um dort an der Columbia University Architektur zu studieren. Und Sarah hat damals dieses Studium nicht bekommen an der Uni und ist deswegen in ihrer Heimatstadt geblieben und studiert da Architektur. Also die beiden haben schon gleiche Interessen, die wollten eigentlich beide nach New York, aber eben nur Peyton hat es halt geschafft. Und sich dann aber halt kaum gemeldet. Und Sarah oder auch die Eltern, die wissen nicht, was mit Peyton in der Zeit da los war, wen sie da kennengelernt hat, hat sich nie blicken lassen. Und plötzlich taucht die da halt wieder auf. Sarah ist so wütend auf die Leute, weil sie gar nicht verstehen kann, wie man ihrer Schwester irgendwas antun kann oder was überhaupt passiert ist, weil sie aus Peyton nicht viel rausbekommt, dass sie sich halt spontan entscheidet, einen Rollentausch zu machen. Also, dass Sarah nach New York geht und versucht herauszufinden, was da überhaupt passiert ist und sich rächen möchte. Also, das beginnt mit sehr, sehr viel Wut und mit einem Racheplan, mit einer Racheliste. Man sieht die Liste hier auch, dass sie vorhat, diese Leute, denen wird sie irgendwie was antun, weil sie ihrer Schwester wehgetan haben. Und ja, so geht's halt dann irgendwie los. Und es war so spannend. Also ich kann das wirklich, ich kann mich, glaube ich, nur wiederholen, dass ich das einfach richtig, richtig toll fand. Es kam so viel ans Licht und Plot-Twist und ich wusste ab und zu gar nicht, was ist gerade jetzt hier nochmal echt und was nicht. Und Wahnsinn. Also wirklich, wirklich spannend. Man kann sich auch da vielleicht ein bisschen Triggerwarnung durchlesen. Ich fand es aber wirklich auszuhalten. Es war jetzt nicht zu schwer. Es war wirklich einfach nur irgendwie spannend, weil man wissen wollte, was da jetzt passiert ist. Und ja, wie gesagt, 5/5 Sternebuch, große Empfehlung. Dann machen wir auch mal weiter mit dem letzten Teil der Inheritance Games Reihe, wie auch immer. Auf jeden Fall, das hier ist ja der dritte Teil von denen und den habe ich eben im April gelesen, um die Reihe dann auch zu vervollständigen. Ich wollte da jetzt nicht zu lange warten, weil ich dann, glaube ich, wirklich alles wieder vergessen hätte, wenn ich damit jetzt noch Monate gewartet hätte. Das Buch war für mich eher so 4/5 Sterne, also es hat, finde ich, für mich einfach so ein bisschen nachgelassen, obwohl ich auch da irgendwie nicht wirklich sagen kann, warum, weil eigentlich nur noch mehr ans Licht kommt und es noch spannender wird und irgendwie alles noch verstrickter wird. Also diese gedankliche Mindmap, die wir eben schon aufgezeichnet haben, hat noch mehr Abzweigungen und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Deswegen war das so, wow, es war wirklich krass. Es ist wirklich auch ein Meisterwerk. Und trotzdem hat mir einfach irgendwie nochmal was gefehlt oder ich war einfach nicht so 100% gecatcht, wie ich bei dem ersten Teil war. Deswegen kann ich da auch keine 5 Sterne für geben. Und es war trotzdem richtig gut. Also ich bin froh, dass ich wirklich auch alle drei gelesen habe. Ich glaube, hätte ich nur den ersten gelesen, hätte mir immer was gefehlt. Dass ich wirklich auch direkt alle drei so jetzt hintereinander weggesuchtet habe, kann ich eigentlich auch echt nur empfehlen. Deswegen die ganze Reihe, Wahnsinn. Dann kommen wir zu den Büchern, die ich in meinem 24-Stunden-Lesemarathon gelesen habe. Heißt, ich werde auf diese Bücher jetzt nicht allzu viel eingehen, weil ich da ja ein ganzes Video schon zu habe. Heißt, wenn ihr Bock habt, guckt euch das an. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich halte es natürlich auch noch mal kurz in die Kamera. Und zwar habe ich zum einen Zeilenflüstern von Kira Grow gelesen und es einfach nur geliebt. Also ich bin so durch die Seiten geflogen. Ich fand das wunderschön. Und keine Ahnung, irgendwie so zum Träumen, zum Verlieben. Ich habe mich wirklich sehr auf dieses Buch gefreut. Hier sieht man die beiden auf einmal. Wir haben hier eben einen Hörbuchsprecher, Noelle. Also schon mal so als buchliebhabende Person richtig nice. Und ja, der nimmt eben Hörbücher auf. Eigentlich möchte er aber Schauspieler werden. Also man merkt auch schnell, der ist eigentlich gar nicht so happy mit seinem Leben, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Und dann haben wir Clara auf der anderen Seite. Und Clara arbeitet in einer Werbeagentur. Also da fängt sie jetzt auch neu an. Und ja, da geht es halt eben darum, Werbetexte zu schreiben, Kampagnen zu machen und sich da die Ideen zu überlegen, wie man denn bestimmte Dinge besser
vermarkten könnte. Und es geht eben um, ja, Schokolade. Auf jeden Fall kommt Clara da auf eine Idee, dass man da vielleicht so ein paar Sätze einsprechen könnte, dass Schokolade verführerisch ist und dass man dann vielleicht diese Schokolade kauft und da ist dann irgendwie ein Code oder irgendwas bei und wenn man das ins Internet eingibt, dass man dann quasi ein bisschen überrascht wird von irgendeiner angenehmen Stimme. Und ja, so passiert es halt, dass Noelle für diesen Job gebucht wird und da halt plötzlich steht und Clara hört halt eigentlich immer die Hörbücher, die er spricht und erkennt seine Stimme halt sofort und zwischen den beiden entwickelt sich wirklich einfach so eine authentische und schöne Liebesgeschichte. Ich fand das einfach so leicht und ja, kann es wirklich nur weiterempfehlen. Dann habe ich auch endlich den 5. Teil von der Heartstopper Graphic Novels Game of Thrones hier gelesen. Und es war so, es war einfach schön. Ich kann auch gar nicht viel dazu sagen. Entweder man liebt es oder man kennt es nicht. Also es war einfach richtig toll. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in dieser Welt. Ich bin wirklich froh, dass es noch einen 6. Teil geben soll. Und hoffe, der kommt bald. Also ja, es ist auch hier so, ich hätte einfach gerne noch mehr, weil man auch wirklich sieht, wie viel Arbeit das natürlich ist, weil das alles gemalt ist. Und ja, kann es einfach nur jedem sehr ans Herz legen. Und ja, einfach sehr, sehr wholesome. Dann habe ich diesen Monat auch noch ein Hörbuch gehört und da kann ich jetzt nicht allzu viel Positives zu sagen. Ihr habt das wahrscheinlich in meinem Vlog gesehen, falls ihr das geguckt habt. Es geht eben um Der wunderbare Garten der Mrs. P. Und da war es für mich eher so ein 2 von 5 Sterne Buch. Ich war einfach sehr enttäuscht. Es war einfach nicht so ganz mein Buch. Es geht eben um Janet, die ihren Kleingarten hat und sowieso ihren Garten liebt und die Pflanzen und sich super auskennt. Sie ist Rentnerin, also einfach schon ein bisschen was älter und dann ist es halt so, dass plötzlich da eine giftige Pflanze in den Kleingarten gefunden wird, Knöterich. Und das heißt, dieser Knöterich muss weg und am besten muss der ganze Kleingarten und das ganze Gebiet platt gemacht werden und Janet vermutet halt, direkt Sabotage. Also sie hat damals halt auch im Geheimdienst gearbeitet und hat direkt irgendwie die Vermutung, wo sollte diese Pflanze plötzlich herkommen? Das muss irgendjemand gemacht haben, um die da loszuwerden. Und geht dem Ganzen halt irgendwie nach. Und ja, ich finde, dabei kommen auch einfach super viele Gedanken so übers Leben auf, was sie da auch an Leute nochmal kennenlernt. Es war schon spannend. Ich habe es mir einfach noch spannender vorgestellt. Deswegen, ich kann es vielleicht eher für etwas Ältere oder wenn man einfach so ein sehr ruhiges Buch möchte, mit ein bisschen Spannung, dann kann ich es empfehlen. Also, es war halt einfach sehr viel Natur und Garten. Aber jetzt halt auch irgendwie nicht schlecht, sondern einfach nicht meins. 2 Bücher haben wir noch und über die habe ich in meinem Vlog noch nicht so viel geredet, also nicht so krass, wie es mir gefallen hat. Und zwar haben wir zum einen The Deal von Elle Kennedy. Da haben wir sie schon wieder. Ich habe auch schon den 2. Teil hiervon gekauft, weil ich es einfach wollte und brauchte. Und ja, ich habe das hier mit diesem schönen Farbschnitt und war da auch wirklich ein Kaufopfer. Also ein Coveropfer, Farbschnittopfer. Ich kann da nichts für. So viel dazu. Ja, jedenfalls geht es hier um Hannah. Und Hannah ist super schlau, also sie ist eine richtig gute Studentin und hat eigentlich einen richtigen Crush auf Justin. Justin beachtet sie aber irgendwie so gar nicht und dann lässt sie sich halt auf einen Deal ein mit Garrett. Garrett ist halt Eishockey-Captain und der hat in einem Fach wirklich gar keine gute Note, also ist er irgendwie durchgefallen und der muss diese Prüfung aber bestehen, um im Eishockey-Team bleiben zu dürfen. Und deswegen bittet er Hannah um Hilfe, ihm Nachhilfe zu geben, damit er eben diese Prüfung besteht. Und Hannah denkt sich irgendwie so, gar keinen Bock auf diesen Typen, warum sollte ich das machen? Dann schlägt Garrett ihr aber vor, dass er vorgibt, mit ihr auszugehen oder sich halt generell für sie zu interessieren, damit eben Justin, also Hannahs eigentlicher Schwarm, auf Hannah aufmerksam wird. Und deswegen lässt Hannah sich dann doch auf diesen Deal ein. Und ja, wie man sich eventuell denken kann, entwickelt sich dann da aber doch irgendwie ein bisschen mehr als jetzt nur Fake-Dating. Und ja, dass einfach schnell echte Gefühle mit im Spiel sind. Es waren definitiv
sehr schwere Themen da drin. Also ich kann es nicht jedem empfehlen. Ich vermisse da auch immer noch die Triggerwarnung, habe ich in meinem anderen Video auch gesagt, stehe ich auch immer noch zu. Verstehe ich nicht, warum das da nicht drin ist, weil es wirklich sehr detailliert und schwer wird, teilweise. Deswegen schaut euch da wirklich vorher ein bisschen den Content an. Könnt mir aber auch gerne schreiben, falls ihr da jetzt nicht gespoilert werden wollt, aber trotzdem wissen wollt, was da vielleicht für Themen vorkommen. Könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Aber ich kam damit irgendwie noch ganz gut klar und war trotzdem total, ja, angetan irgendwie von dem Schreibstil, weil es genauso so angenehm und so authentisch irgendwie wieder war und ich das einfach alles so echt fand und die Liebesgeschichte zwischen den beiden sehr gefühlt habe. Deswegen, ich kann es schon weiterempfehlen, aber nicht unbedingt jedem oder jeder. So, und last but not least habe ich Bad Summer People gelesen. Und ich muss sagen, das war auch irgendwie so ein. Ich habe es gesehen und es sah einfach schön aus. Und dann habe ich auf Instagram gesehen, dass die liebe Vivi das auch gelesen hat. Und dann war ich direkt so, ich will auch. Ich will es jetzt auch lesen. Ich möchte wissen, was dahinter steht. Weil es auf jeden Fall spannender wird. Und es war spannend. Es war wirklich spannend. Also hinten steht auch so drauf, sagen Sie alle Verabredungen ab. Ich habe dieses Buch innerhalb eines Wochenendes inhaliert und konnte einfach nicht die Finger davon lassen. Das könnte auch ein Zitat von mir sein. Ehrlich. Also es war super spannend. Es geht eben auch hier um eine High Society. Wir sind hier aber in der Nähe von New York auf einer Insel und diese Insel, da kommen halt nur die reichen Familien so jeden Sommer hin. Da sind die auch wirklich ein paar Wochen oder Monate. Spielen dann natürlich Tennis, ein wichtiges Thema. Aber ansonsten wird da halt so über deren Leben gequatscht, was sie alles Tolles, Reiches machen und welche Leute die alle kennen und jeder quatscht über jeden und jeder kennt jeden und ne, jeder guckt so, was der andere macht. Also es ist eine sehr kleine Insel und da kommen die jeden Sommer wieder hin. Und wir begleiten auch sehr viele Personen. Also dieses Buch ist aus der Er-Sie-Perspektive geschrieben, was ich einfach sehr selten lese, wodurch ich am Anfang schwer reingekommen bin, muss ich ehrlich sagen. Also, dass ich da dann, ich weiß nicht, einfach weil ich das, glaube ich, so selten lese, dass ich ab und zu so dachte, wer bin ich jetzt? Ach ja, ich bin niemand. Also ich bin, ne, von oben irgendwie. Ja, dass das auf jeden Fall einfach für mich ein bisschen ungewohnt war. Und wir haben sehr viele verschiedene Perspektiven. Also wir begleiten zum einen Lauren, dann haben wir aber auch Sam, dann haben wir die Freundin Jen, dann haben wir Jason, dann haben wir, wie gibt es da noch alles? Susan, Rachel. Es sind super viele, Mika, Robert, das sind so viele Personen, die da irgendwie auftauchen, die dann immer wieder kurz ein eigenes Kapitel quasi haben. Und deswegen war ich am Anfang, bestimmt mindestens die 100 ersten, ach, die 100 ersten Seiten, ja, die ersten 100 Seiten ein bisschen lost. Aber es hat sich gelohnt, dran zu bleiben, weil ich bin wirklich reingekommen. Und als ich dann drin war, es war einfach nur spannend. Ich kann es nicht anders sagen. Auf dem Klappentext steht halt schon was drauf. Da wird nach einem Sturm plötzlich eine Leiche gefunden. Und man weiß ja nicht, wer das ist und man möchte es einfach nur wissen und ich konnte wirklich nicht aufhören und kann das Buch echt nur weiterempfehlen. Durch den Schreibstil bin ich einfach jetzt nicht zu einem Fünf-Sterne-Buch gekommen, aber es war wirklich spannend und ja, ich habe es sehr genossen. So, das war's auch schon mit all meinen Lesemonaten März und April. Es war auch gar nicht viel. Es ist auch gar nicht schwer, das gerade zu tragen. Überhaupt nicht. Ihr seht auf jeden Fall nochmal einmal alle Bücher im Überblick. Ich hatte wirklich eine schöne Zeit. Ich hatte zwei sehr erfolgreiche Lesemonate. Einige Highlights dabei. Einige, die es vielleicht knapp zu Highlights, aber irgendwie nicht so ganz geschafft haben. Manchmal ändert sich das bei mir auch so im Nachhinein noch irgendwie. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen mitgekommen bei dem, was ich jetzt hier alles gerade gelabert habe und habt nicht ganz den Überblick verloren. Ich habe es zumindest noch nicht, aber auch, weil ich mir eigentlich jedes Buch aufschreibe, was ich gelesen habe, weil sonst hätte ich vielleicht doch irgendwann den Überblick verloren. Naja, jedenfalls hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Könnt mir gerne mal schreiben, was euer Highlight im März oder April war. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen Inspiration von abgreifen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen, sonnigen, entspannten Tag und freue mich aufs nächste Video. Tschüssi!